Servus Leute, ich will euch heute ein kleines Büchlein von Daphne Unruh vorstellen. Das heißt Magische Bücher, falls ihr es erkennen könnt. So. Ich kann es ja hier nochmal einblenden, das Cover. Das ist ein Bonusbüchlein, eine Bonusgeschichte. Denn so wirklich als reales Buch wird es das nicht geben. Aber diejenigen, die den Newsletter von Daphne Unruh abonniert haben oder abonnieren werden, die bekommen dieses Buch, diese Geschichte quasi umsonst als Bonus dazu. Also Newsletter abonnieren und umsonst die tolle Geschichte lesen. Das Ganze linkmäßig ist alles unten in der Videobeschreibung, also kein Ding. Um was geht es jetzt in der Geschichte? Da geht es um die Mira. Und man muss dazu sagen, die Mira aus dem sogenannten realen Leben. Ja, das ist eine leseverrücktes Mädel. Wir kennen sowas. Die mittlerweile über Lovely Books und über andere Kanäle Kontakt zu Daphne Unruh, zu der Autorin aufgenommen hat. Denn eine ihrer absoluten Lieblingsreihen ist die Zauber der Elemente-Reihe. Ja, sie ist da ein absoluter Fan und hat da eine ihrer besten Freundinnen auch noch kennengelernt, auch wenn sie sich bisher aus dem realen Leben nicht kennen. Es ist halt eine richtig tolle Internetfreundschaft draus geworden. Und dieses andere Mädel, die hat tatsächlich Daphne Unruh auch schon mal wirklich im realen Leben getroffen. Aber auf jeden Fall, diese drei, Daphne Unruh und die zwei Mädels, die unterhalten und schreiben sich eben viel auch übers Internet. Und dann haben sie auch schon viel miteinander herumgesponnen über Geschichten und sich eben gewünscht, ach, wie cool wäre es denn auch einmal in diese Welt von Zauber der Elemente einzutauchen. Wie cool wäre das? Ja, und das ist jetzt so der Realteil. Die kennen sich eben. Und eben dieser Mira passiert plötzlich, dass sie sich irgendwie ein bisschen krank anfühlt. Und dann geht ihre Reise zwischen Realität und Fiktion los. Und das Ganze wird richtig toll erzählt von Daphne Unruh über Daphne Unruh und kreuz und quer. Also das ist eine wunderbare Vermischung zwischen realen Figuren, realer Story und eben Fiktion der Welt aus Zauber der Elemente. Ist also richtig, richtig cool. Für Einsteiger, glaube ich sogar, ist es ganz, ganz interessant. Für jemanden, der noch nie Bücher von Daphne Unruh gelesen hat, könnte ich mir vorstellen, dass er da richtig auf den Geschmack kommt. Denn die Story und die Geschichte und die Schreibweise sind eben typisch Daphne Unruh, und mir hat es wieder, auch wenn es die Story natürlich des
Buch die Geschichte ein bisschen zu kurz ist, weil es ja kein Roman ist. Es ist eben nur so eine Kurzgeschichte. Aber hat mir wieder mal gezeigt, dass das eine richtig, richtig coole Story ist, in der auch sogar ein kleines bisschen man spitzt ein kleines bisschen auch in die Story ihrer zukünftigen Trilogie, wobei ihr dann später vielleicht in dem Newsletter auch noch ein bisschen mehr drüber erfahren könnt, wenn ihr den abonniert, kostet ja nichts, bringt euch nur eine Geschichte umsonst und halt Infos. Da gibt es auf jeden Fall in der Story, in der Geschichte einen kleinen Ausblick auf die zukünftige Trilogie, die uns erwarten darf. Es dauert wohl noch ein bisschen, hat mir Daphne Unruh erzählt. Es dauert noch ein bisschen, bis die ersten Teile rauskommen, und wo es erscheinen wird, ist wohl auch noch nicht ganz klar. Aber wenn ihr den Newsletter abonniert, dann seid ihr immer up to date, und wie gesagt, ihr bekommt diese coole Geschichte auch noch umsonst. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Geschichte und lest mal wieder was. Ciao.